jetzt sind wir sehr gespannt. Es geht jetzt nämlich um unseren zweiten Finalisten hier heute. Eigentlich die ersten Finalisten aus Gruppe B, die jetzt hier antreten. Und das sind Leaf Republic. Deswegen herzlich willkommen zurück, Petra Mzolgadri und Caroline Fichter. Da seid ihr ja schon. Willkommen zurück. Danke. Danke. Guck mal, wir haben hier auch schon ein bisschen was aufgebaut für euch. Wer hat denn Hunger gerade im Moment? So, grüne Schilder nach oben. Wer hat wahnsinnigen Hunger gerade? Wer hat Lust, hier ein bisschen was auszuprobieren? Currywurst, mal zu gucken, ob Leaf Republic nicht nur nachhaltig ist, sondern ob es auch schmeckt, was da drauf kommt. Komm, ich komme mal zu euch. Du winkst aber sehr dramatisch. Dann bitte, komm du zu mir. Und hier vorne... Ja, ihr beide, ihr könnt mal zu mir kommen. Willkommen. Wie heißt du? Lukas. Lukas. Ich bin der Simon. Lukas und Simon, herzlich willkommen. Kommt mit mir mit. Das sind Caroline und Petra. Lukas. Hallo. Simon. So. Und das sind übrigens Tom und Sven. Hey. Wir machen Folgendes. Wir testen jetzt natürlich euer Produkt. Wir wollen wissen, hält das jetzt hier Hitze aus? Und auch wenn es ein bisschen suppt und matschiger wird, ob das alles geht. So, dann nehmt doch mal Platz. Gerne. Bitte danke. Zu Tisch. Ich bitte zu Tisch. Was haben wir denn? Ich könnte euch anbieten, schöne Currywurst. Wer möchte eine Currywurst? Ja, warum nicht? Ja, ich sage auch nicht. So, einmal Currywurst. Guck mal, ein paar Pommes noch. Keine echte Currywurst. Es sieht so. Nur so aus. Dann probiert mal, gebt wirklich Gas jetzt, ne, beim Schneiden, weil wir wollen natürlich einmal testen. Vor allen Dingen du mit deinem Schnitzel. Oh, kannst du mir helfen? Danke. Ob die Teller, die ja aus Pflanzen sind, aus Blättern, ob die das auch aushalten. Also wir machen mit dir quasi den Schneidetest. Es heiß. Mit dir machen wir die Hitzebeständigkeit. Und ich guck mal, ob die Pommes gut sind. Mm. Schmeckt schon mal gut. Schmeckt gut. Schmeckt das auch ein bisschen nach Laub oder? Nee, überhaupt nicht. Nee? Bei mir auch nicht. Redet ihr mal kurz eine Weile. Könnt ihr bitte mal einen Moment reden? Ihr? Ja, oder ihr? Irgendjemand. Habt ihr ein paar Pommes? Nicht mal am Teller. Wie ist es denn? Zeig mal beim Schneiden. Man riecht ja auch eigentlich nicht am Teller. Wieso würde man das machen? Ich rieche nur Pommes und Currywurst. Mhm. Legt doch einfach mal eure Servietten runter, dann sieht man, ob irgendwas durchgeht. Sehr gute Idee. Weil die Soße natürlich von der Currywurst, muss man ja gucken, ob die sich unten... Also das sind nur Krümel, Das sind nur Krümel vom Tisch. Das ist, habt ihr das Gefühl, das ist jetzt sehr weich da unten oder nicht? Nee, gar nicht. Also ähnlich wie ein Pappteller auch, also wenn ihr grillt oder so. Und ja, dann ganz normal. Also man merkt eigentlich keinen Unterschied. Aber kannst du hier nochmal ein bisschen drauf rumschneiden? Ein bisschen arbeiten, weil das würde mich schon interessieren, ob man da direkt durchkommt. Wie viele Schichten sind das? Drei oder? Es ist wie so ein Sandwich. Unten ist Laubblatt, dann ist das Papier aus Laubblatt und dann wieder Laubblatt. Okay, aber guck mal, jetzt sieht man hier, entschuldige kurz, Lena, hier sieht man jetzt nämlich, die erste Schicht kann man schon durchschneiden. Was bedeutet das für das Essen? Im Prinzip gar nichts. Wenn ich auf einem Pappteller mit einem Messer schneide, mit einem Metallmesser, dann reiße ich auch die komplette oberste Schicht ab und dann habe ich von dem Papier, Zellstoff bis hin zu der Plastikbeschichtung irgendwie alles in meinem Essen drin. Hier sind es maximal ein paar Brösel, Laubblatt, nicht gespritzt, unbehandelt, gesund, viele Antioxidantien. Ein Vitaminteller, wenn man ihn auch mit isst. So, ich sehe schon, euch schmeckt es. Ich setze mich mal kurz zu euch. Ja. Oh ja, ich würde auch gerne ein Stück nehmen. Ja. Schneid mir doch mal kurz was ab. Ein Zertifikat für ein Büro Veritas, dass es eigentlich frei ist von jegliche Pestizide, Alu, Schwermetalle, Blei, Gifte, Plastik. So. Jetzt aber der maximale Belastungstest. Bitte. Also wir haben schon gesehen, das funktioniert alles, aber was passiert bei... Eine kurze Nachfrage sei da noch erlaubt, weil du jetzt sagst, es ist frei von all diesen... Ist das was sonst in so Papptellern drin ist? Nein. Nein. Aber in Laubblättern denken einige, es könnte was drin sein. Das ah, okay, also eher umgekehrt. Also gar nicht im Gegenbeweis zu den Papptellern, sondern eher dazu, dass es aus der freien Natur kommt. Richtig. Und das, was so an Abgasen etc. dann doch, vielleicht... Obwohl im Pappteller ist Chlor drin. Chlorfarbe, das ist schon drin. Es wird ja gebleicht.
Das ist schon einiges, aber weiß ich nicht. Also will ich auch gar nicht schlecht reden. Kennen wir auch gar nicht. Ich finde Pappteller toll. Ja, bitte. Aber warum findest du Pappteller toll? Ja, und nicht, dass morgen die Lobby vor der Tür steht. Naja, jetzt müssen wir sowieso erstmal gucken, ob das Ding hier überhaupt funktioniert, weil sonst macht es ja auch gar nicht so viel Sinn. Bitte. So. Ja, was denn? Stimmt doch. Praxistest, Leute, Praxistest. So, ich fülle hier mal Wasser ein. Oh, ja. Entschuldige. Auch bei mir läuft es manchmal über. Guck mal, also, man sieht auf jeden Fall, das ist ja wie so bei so einer Lotusblüte, ne? Hat einen Lotus-Effekt. Ja, hat den Lotus-Effekt. Aber, also wenn jetzt hier unten, nee, geht nichts durch. Hält. Hält. Test bestanden. Vielen Dank deswegen an Caroline Fichter und Petra Amtsvergabi. Danke an euch. Ja, gerne. Bitte Schnitte mitnehmen? Ja, gerne. Na dann. Wir dürfen. Ja, nehmt es mit. Soll ich das Besteck auch mitnehmen? Ja, ja, nimm es mit. Wen habe ich denn noch? Dann ab dafür. Ich lasse dir was, ich packe dir was ein. Vielen Dank euch. Dankeschön. Schön.